Ja, also wir haben den Betrieb am 1. Januar 2020 können übernehmen, zusammen mit meinem Mann, den wir jetzt führen. Wir haben eben 28 Milchkühe, hauptsächlich SF. Und wir produzieren Greyerzer-Käse, den wir gerade im Dorf abliefern können. Und von Mai bis Oktober melken wir hier auf dieser Sommerweide. Die Kühe sind Tag und Nacht aus, sie haben keinen Stall. Wir haben einen mobilen Melkstand, aber der bleibt immer da. Wir haben befestigten Boden, Wasser vom Dorf können wir haben. Ja, also wir haben von nichts angefangen. Der ehemalige Besitzer hat keine Zucht betrieben. So haben wir entschlossen, SF-Kühe zu züchten und selber aufzuziehen. Und dann haben wir angefangen, sind wir ins Bernbiet ein paar Kühe gekauft. Und nachher immer ein bisschen mehr zugekauft. Und jetzt haben wir etwa unseren Bestand, der vollständig ist. Und jetzt kommen eben unsere ersten Rinder zu kalbern diesen Sommer. Und so fängt es langsam ein bisschen an. Was uns wichtig ist, ist eine funktionelle Kuh. Robust, die sich eben da an diesen Bedingungen anpasst. Wir wollen nicht allzu hohe Milchleistung. Was uns wichtig ist, sind eine gute Milchqualität und hohe Fett- und Eiweißgehalt. Also wir haben ungefähr knapp 7000 Kilo Milch pro Laktation. Ohne eben im Sommer geben wir fast kein Kraftfutter. Wir geben 2 Kilo Maiswürfel pro Tag und Kuh. Eben die Rasse, weil sie perfekt zu unseren Bedingungen passt. Es ist eine Zweinutzungsrasse, eine robuste Rasse, die gute Milchqualität hat, gute Fruchtbarkeit. Und sie eignet sich eigentlich ideal zu unseren Weidebedingungen, Käsereibetrieb. Und darum haben wir jetzt die Rassen ausgewählt. Und zudem noch schönes Exterieur, nicht allzu gross. Also sehr komplette Kuh. Unser Zuchtziel ist eine Milchproduktion von etwa 7000 Kilo Milch. Gute Gehalt, das heisst mindestens 4% Fett und ideal 3,5% Eiweiß. Tiefe Zellzahl unter 100.000. Und uns gefallen halt auch exterieur schöne Kühe, also dass sie ausgewogen sind, auch schön sauter. Das ist uns auch noch wichtig und das begünstigt dann nachher eine gute Milchqualität. Ja, also das ist ein ganz einfaches System, funktioniert sehr gut. Der mobile Melkstand ist über 40-jährig. Ist eigentlich alles super, aber es wird auch etwas alt und das wird jetzt nicht mehr so bauen. Und jetzt haben wir etwas überlegt, was wir hier machen können, wie wir das optimieren können. Und mit den Gemeinsamen haben wir viel diskutiert. Und jetzt wäre vielleicht die Möglichkeit, dass wir ein ganz einfaches Chalet bauen und drinnen einen Melkstand einbauen würden. Ja, also es ist schon ziemlich rauch, also es kann ziemlich kalt werden. Und vor allem, weil wir so lange draußen bleiben. Also wir bleiben bis im Oktober draußen. Am Ende haben wir etwas kalte Hände. Und darum wäre es halt schon gut geschützt. Was halt ist, wenn man so also höhere Lage ist, haben wir auch viel Gewitter im Sommer. Und darum ist es halt schon besser, wenn man ein geschlossenes Gebäude hat. Nachher halt im Wattland viel Beisen, die noch geht. Alors, on a un système avec 4 griffes de Laval. Et puis, on a de la chance parce que c'est une traite directe. On n'a pas besoin de très repos. C'est pratique pour nous et puis ces griffes-là, on les utilise aussi l'hiver dans la ferme à l'écurie en bas. Alors on fait que de déplacer les griffes si on monte et on descend. Alors le lait, on amène tout au village, enfin, la fromagerie du village. On produit du gruyère. C'est une fromagerie qui a 1 400 000 litres de lait. Et puis on fait aussi du vache camembert. Alors on a une exploitation vachetière avec 230 000 kilos de gruyère. On a 70 hectares de surface avec le pâturage, plus surface fourragère. On fait en général 6-8 hectares de pépotes pour Dinkel. On essaie vraiment d'avoir des herbages de qualité pour l'hiver. Et puis l'année prochaine, on aimerait essayer de semer du colza.
on fait le, tout ce qu'on peut, on met sur le séchoir, séchage au sol, et puis après, ben, si vraiment le temps n'est pas terrible, ben, on a le séchoir à air chaud. Alors ça, c'est pas mal, ça nous aide bien aussi. Et puis autrement, le reste, on fait en balle ronde. Ouais. Parce qu'on n'a pas assez de place pour mettre tout sur le séchoir. En propriété, on a 30 hectares, et puis le reste, c'est de la location. Le pâturage ici, il fait 24 hectares. Et puis bah, on vient ici le plus tôt possible et puis on essaie de repartir début octobre, quoi, le plus tard possible aussi. Parce que pour nous, c'est l'idéal d'être ici.